herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Wir machen heute weiter mit der Story. Und zwar heißt diese Episode Hochkampf. Aber jetzt werden wir erstmal schnell noch was anderes machen, dann müssen wir auch schnell noch kurz über diese Rapide springen. Hey Lukas, wie geht's dir? Besser, nur meine Rippen tun noch weh. Dieser Mercer kann nicht zuschlagen. Du hast ihn wohl ziemlich verärgert. Schon möglich, da fällt mir ein, neben der Tür lagen noch Schmerztabletten. Hast du die zufällig eingesteckt? Nein. Hat einer sie vielleicht? Sie meinte, sie hätte sie nicht gesehen. Jetzt schon dich erstmal. Das hast du verdient. Ja. Ja, vielleicht mach ich... So, Mission gestartet heißt Hochladen und das ist heute das Thema dieser Folge. Ich lade ja momentan relativ viel hoch und FIFA ist ja durch, Gott sei Dank. Brauche ich nichts mehr hochladen. Was willst du denn hier? Deine Hilfe. Hey, halt mich aus deinem Scheiß raus. Sämtliche Cops der Stadt suchen nach euch. Ja, weil wir sie nämlich auffliegen lassen können. Wir haben einen Laptop voller Beweise, die Mercer das Genick brechen werden. Er ist nur leider passwortgeschützt. Ist das alles? Sekunde. Ich hab dir eine Datei geschickt. Halt dein Smartphone an den Laptop, dann sollte er in ein paar Minuten entsperrt sein. Wow. Danke. Sorgt einfach dafür, dass es klappt. Wenn diese Cops auffliegen, tut ihr uns allen einen Gefallen. Und jetzt verschwinde. Wie sieht's aus? Ich schick dir eine Software, die den Laptop freischaltet. Halt einfach dein Smartphone daneben, dann müsste der Rest automatisch gehen. Okay, geht klar. Ich bin unterwegs zu dir. Sollte bald da sein. Bist auf laut. Hier passiert was. Sieht gut aus. Und wir sind drin. Ich kann hier ein paar Ordner sehen. Ja! Du bist ein Genie! Naja, sagen wir, ich kenne ein Genie. Jetzt müssen wir nur die richtigen Dateien finden und sie der Presse als Beweise liefern. Die Reporter werden diese Story lieben. Moment mal, was ist das? Hier läuft ein Programm namens PD Hardware Tracker. Ist das eins von dein? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Achtung an alle Einheiten. 3:15. Wir haben den Standort der Verdächtigen im Fall des Angriffs auf Lieutenant Mercer. Warte mal, ich muss das anders machen. Ich muss diese Mission. Ich muss die Mission nochmal wenden, weil ich das Auto tauschen muss. So, das machen wir nämlich jetzt als nächstes. Erstmal ein Auto tauschen. So, jetzt gehen wir rein. Also nochmal, hochladen. Was willst du denn hier? Deine Hilfe. Hey, halt mich aus deinem Scheiß raus. Sämtliche Cops der Stadt suchen nach euch. Ja, weil wir sie nämlich auffliegen lassen können. Wir haben einen Laptop voller Beweise, die Mercer das Genick brechen werden. Er ist nur leider passwortgeschützt. Ist das alles? Sekunde. Ich hab dir eine Datei geschickt. Halt dein Smartphone an den Laptop, dann sollte er in ein paar Minuten entsperrt sein. Wow. Danke. Sorgt einfach dafür, dass es klappt. Wenn diese Cops auffliegen, tut ihr uns allen einen Gefallen. Und jetzt verschwinde. Wie sieht's aus? Ich schick dir eine Software, die den Laptop freischaltet. So, also komplett brauchen wir es jetzt nicht nochmal zu hören. Wir haben es ja schon einmal gehört. Ich bin unterwegs zu dir. Sollte bald da sein. Bist auf laut. Hier passiert was. Sieht gut aus. Und wir sind drin.
Ich kann hier ein paar Ordner sehen. Ja! Du bist ein Genie! Naja, sagen wir, ich kenne ein Genie. Jetzt müssen wir nur die richtigen Dateien finden und sie der Presse als Beweise liefern. Die Reporter werden diese Story lieben. Moment mal, was ist das? Hier läuft ein Programm namens PD Hardware Tracker. Ist das eins von dein? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Achtung an alle Einheiten. 315. Wir haben den Standort der Verdächtigen im Fall des Angriffs auf Lieutenant Mercer. Begeben Sie sich unverzüglich in den nördlichen Teil von Cloudbank. Hört ihr das? Sie orten den Laptop. Oh, wir müssen weg. Lass ihn hier. Nein, Planänderung. Wir fahren mit dem Laptop los und melden der Presse die Dateien von unterwegs. Triff dich bei der alten Mall mit uns. An alle Einheiten. Verdächtiges Fahrzeug ist ein roter Porsche, unterwegs in südlicher Richtung von Cloudbank nach Edgewood Valley. Verstanden, Zentrale. Ich häng mich dran. Alles klar, ich nehme die Verfolgung auf. Jackson, Warren, sind Sie das? Ich dachte, die Taskforce scheut das Tageslicht. Ich schiebe eine Extraschicht und... Ja, Sie haben uns gefunden. Halt den Wagen ruhig! Sieh unter Dokumente nach! Ich hab's nicht so mit Computern, okay? Die wollen uns umbringen! Oh, dachtest du, Mercers Leute spielen fair? Wir sind gleich da! Okay, ich versuche hier zu tippen. Du musst verhindern, dass uns diese Cops von der Straße rammen! Mach ich! Lucas, wie sieht's aus? Die E-Mail-Adresse des Senders habe ich. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Dateien, die Mercer belasten. Beeil dich! So, mein Freund. Ich hab's! Akten über beschlagnahmte Autos, Zulassungen, Ausweise, Bußgelder und alles mit Mercers Namen drauf. Abschicken! Okay. Ich häng den ganzen Ordner an. Auf dich wartet eine kalte, dunkle Zelle. Scheiße, die haben den. Bitte nicht nochmal den kompletten Text. Ich denke mal, ich hoffe, dass wir jetzt nur ohne Probleme. Dass wir jetzt nur nochmal. Lucas, wie sieht's aus? Die E-Mail-Adresse des Senders habe ich. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Dateien, die Mercer belasten. Beeil dich! Wir fahren jetzt Richtung Westen und nähern uns. Oh, hey! Uhu! Ich hab's! Akten über beschlagnahmte Autos, Zulassungen, Ausweise, Bußgelder und alles mit Mercers Namen drauf. Abschicken! Ich häng den ganzen Ordner an. Ich höre hier irgendein Klappern. Wie sieht's aus? Der Upload läuft. Achte auf die Straße. Die Zielperson hat uns. Also bisher hält sich der Schaden in Grenzen. Mit dem Zielfahrzeug. Die mischen uns voll auf. Fahren jetzt Richtung Westen und nähern uns von hier aus. Alles klar, cool, Sam. Lucas? Hab's gleich! Das hier ist von Frank Mercer. Uns geht's gut. Die müssen sich schon mehr anstrengen. Die Zielperson gibt nicht nach. Wie lange kann so ein Upload denn dauern? Das Signal ist schwach, okay? Kein Grund zur Panik. Der Wagen ist noch lang nicht am Ende. Der ist schon mal weg, der Kopf. Sind bei 99%. Langsam wird's eng. Lucas! Oh, immer noch bei 99%. Wer solche Freunde hat? Shit! Das war dein letzter Fehler!
Nachricht verschickt. Das war's. Gut, werd den Laptop los, damit sie uns nicht mehr orten können. Geschafft. Bring uns nach Hause. Carport. Unsere heutige Top-Story. Eine Schande für die Polizei. Hochrangiger Beamter auf der Flucht. Lieutenant Frank Mercer, Leiter der stark umstrittenen Highspeed Task Force, ist nach seiner Suspendierung infolge von Korruptionsvorwürfen verschwunden. Diese erfolgte aufgrund brisanter Dokumente, die dem WFFL News Team exklusiv zugespielt wurden. Obwohl die Polizei nicht näher auf die Vorwürfe eingehen wollte, beziehen sich die bereits genannten Dokumente offensichtlich auf Erpressung und Diebstahl in der Street-Racing-Szene, gegen die Mercer eigentlich vorgehen sollte. Das Department erklärte lediglich: Lieutenant Mercer weiß von seiner Suspendierung und wir legen ihm dringend nahe, uns bei den Ermittlungen zu unterstützen. Und außerdem... So. Hochladen. Abgeschlossen. Die nehmen wir mit, die Reputationspunkte und die Kohle natürlich auch. Wie es aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. Ja, das brauchen wir gar nicht erst anzubauen. Ja, die Motoren brauchen wir gar nicht. Hier vielleicht erst Level 39, ja. So, dann haben wir das auch. Und dann fahren wir mal wieder. Komm, wir fahren mal einen Autohändler gucken. Wir haben ja jetzt etwa 270.000. Da könnte man theoretisch. Was haben wir auch mal hier? Gar nicht, okay. Tests. Heißt sie. Aber guck mal, was wir so haben an Autos noch zur Verfügung, die wir kaufen könnten. So. Gucken wir mal, was wir da so haben. Was habe ich jetzt an Auto 283 oder so, ne? Mal gerade so ein bisschen durch. 266, der hätte 363, wäre aber mit 2,7 Millionen zu teuer. Ich überlege gerade, ob ich mir den Huracan Spider holen soll. Oder den Ferrari 458 Spider. Ja, der hat etwas mehr Geschwindigkeit, Beschleunigung, etwa. Von den Werten her wäre der Huracan tatsächlich der bessere, wäre wahrscheinlich die bessere Wahl.
Wir müssen also noch mal ein bisschen Kohle verdienen. Hey, Dex hier. Ich weiß, du hast vermutlich gerade andere Dinge im Kopf, aber wenn du eine Abwechslung brauchst, ich teste im Moment mögliche Strecken für den nächsten Showdown. Gut. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir hier noch als nächstes haben. Wir sind schon ein paar Rennen dabei. Hier oben ist noch weit. Schön. Dann fahren wir das als nächstes. Für Dex hat auch noch ein paar Strecken. Und da wir heute Januar gesagt haben, in Downtown mit mir, dann reden wir darüber, okay? Jo, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Let's Play Need for Speed Heat und dann, ja, geht's weiter.